Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich befinde mich jetzt gerade auf dem Testserver und zwar gibt es jetzt hier die Patch Notes 1.71. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an und ich muss auf jeden Fall jetzt schon mal im Vorhinein sagen, dass es wirklich ein sehr, sehr cooles Update ist. Ich habe mir das Ganze jetzt gerade im Vorhinein schon mal durchgelesen. Alles kann ich jetzt leider nicht übersetzen, weil ich wie gesagt nicht der Beste in Englisch bin, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an mit dem Ganzen. Die ersten drei Punkte handeln sich natürlich mal wieder um einen neuen Helden und wir sehen es schon, es ist dieses Mal ein Unterweltlerheld. Zikis, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, so wird er sich auf jeden Fall nennen oder so heißt er zumindest und dann kann man ihn natürlich auch dann wieder Test spielen und was sich auch wahrscheinlich einige fragen, es wird natürlich wieder die Prüfungen geben und dazu wird es dann gleichzeitig natürlich auch das Gilden-Event geben. Wenn ich dann wieder herausfinden sollte, was für die Gildenprüfung die beste Formation ist beziehungsweise die fünf besten Formationen, dann werde ich da auf jeden Fall wieder ein Video zu machen und dann würde ich sagen, kommen wir zu den ganzen neuen Sachen und hier steht Autumn, also so wie ich es zumindest verstehe, soll es Herbst bedeuten. Ich bin mir aber nicht ganz sicher und zwar gibt es ein neues Thema bzw. ein neues Overlay anscheinend für den Dark Forest, Oak Inn und für das Runhorn, also bin ich auf jeden Fall mal gespannt, falls das Ganze dann morgen schon in dem Update dabei sein sollte. Morgen kommt ja noch ein Video zu den ganzen Sachen, wenn das Update online ist, dann werden wir uns das Ganze auf jeden Fall einmal anschauen und bei Punkt 2 haben wir dann natürlich auch eine neue Reise der Wunder, die in den meisten Patch Notes natürlich auch immer am Start ist. Bei Punkt 3 haben wir dann einen neuen wandernden Ballon, den wir dann auch spielen können, wenn wir Kapitel 2820 abgeschlossen haben. Dann gibt es auch noch ein neues Kapitel, was hinzugefügt wurde, und zwar nämlich Kapitel 45 und gleichzeitig wurde damit auch Kapitel 44 ein wenig einfacher gemacht, was auf jeden Fall ein bisschen logisch ist. Und dann gibt es natürlich auch wieder eine neue Runde im Nebeltal. Hier auf dem Testserver startet das Ganze ab dem 3.9. um 2 Uhr und dann wurde hier noch etwas für die ganzen Multiteam-Kämpfe geändert. Und zwar können die ganzen Spieler jetzt die Heldenrüstungen und Artefakten in den ganzen Kämpfen anscheinend switchen und irgendwas steht hier auch noch mit dem Kings Tower bei. Ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Klingt auf jeden Fall schon mal wirklich interessant. Und dann haben wir hier diese ganzen Gravuren und zwar steht hier bei, dass das Ganze für die Wildvolkhelden jetzt rauskommt. Ist auf jeden Fall eine geile Sache. Also kann man dort einen guten Saurus, Iron, Lyka auf jeden Fall schon mal leveln, was auf jeden Fall wirklich eine coole Sache ist. Dann wurden dort noch einige Sachen gefixt mit Healung, Attacke und Defense, was da anscheinend nicht richtig irgendwie umgesetzt wurde oder so. Ja, könnt ihr euch das Ganze ja nochmal durchlesen. Wie gesagt, ich bin, was Englisch angeht, jetzt leider nicht der allerbeste. So Leute, und dann würde ich sagen, kommen wir zu Punkt 8 und dort wurde irgendetwas hinzugefügt mit irgendwelchen Bundles, wo man Elementarsplitter bekommen kann für die Gravuren. Also wurde dort irgendwas angepasst, beziehungsweise kann man sich das jetzt irgendwie aussuchen, beziehungsweise wurde das hinzugefügt zu irgendwelchen Bundles, was auf jeden Fall cool ist, weil wenn man dann Geld investiert, kann man sich dann jetzt auch die ganzen Elementarsplitter ja auch aussuchen, so wie ich es jetzt zumindest heraus verstehe. Aber was ich auf jeden Fall verstehe, ist Punkt 9 und Punkt 9 ist wirklich eine geile Sache und zwar startet die Abgrund-Expedition endlich mal wieder. Ich denke mal, die meisten von euch haben es ja aber auch schon gewusst, dass die ja Mitte oder Anfang September starten wird. Und zwar startet die Abgrund-Expedition hier auf dem Testserver tatsächlich nicht im September, sondern ab dem 30.08.2021 um 2 Uhr. Was man auf jeden Fall schon mal herauslesen kann, ist, dass eine neue Map am Start sein wird. Also ja, werde ich dazu dann natürlich auch nochmal ein extra Video machen. Und dann wurden hier noch einige Sachen angepasst. Ja, leider bin ich, wie gesagt, nicht der Beste in Englisch. Ihr könnt euch das Ganze ja hier einmal screenshotten, wenn ihr möchtet, und das Ganze dann einmal ja, hier durchlesen. Dann kommen wir jetzt aber hier zu Punkt 10 und zwar wurde die gute Rosaline ein wenig optimiert für ihre Fähigkeit Follow. Das wurde ja vor 2-3 Monaten irgendwann neu hinzugefügt, dass man selber aussuchen kann, wem sie in einem Kampf folgt. Wurde dort auf jeden Fall jetzt ein bisschen was geändert. Was genau, steht hier leider nicht bei. Können wir uns dann ja eventuell dann morgen nochmal anschauen. Und dann gibt es noch Heldenänderungen, wobei es gar keine Heldenänderung ist. Da steht nur, dass irgendwas geändert wurde. Anscheinend ist es irgendein Wort. Irgendwas mit kritische Treffer soll das anscheinend bedeuten, also ja, verstehe ich jetzt leider nicht ganz so krass raus. Aber ansonsten sollte es tatsächlich dann schon von den Patch Notes gewesen sein. Richtig viel ist hier tatsächlich nicht bei, aber wir haben auf jeden Fall eine neue Abgrund-Expedition am Start. Wir haben jetzt die Gravuren für die Wildvolkhelden am Start, was auf jeden Fall eine geile Sache ist. Wir haben einen neuen wandernden Ballon, wir haben eine neue Reise der Wunder, wir haben ein neues Kapitel, wir haben einen neuen Nebeltal. Also auf jeden Fall ein cooles Update, muss ich auf jeden Fall sagen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Leider, wie gesagt, bin ich nicht der Beste in Englisch, aber ich hoffe, ich konnte euch das Ganze dennoch bestmöglich übersetzen. Und dann würde ich sagen, sollte es auf jeden Fall erstmal heute von dem Video gewesen sein. Wir sehen uns morgen wieder, wenn die ganzen Updates am Start sind, wenn es auch zum Beispiel die neuen Helden dann hier gibt. Dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns dann morgen beim nächsten Video. Macht's bis dorthin auf jeden Fall gut und ciao.